Ich habe dieses Video schon seit wirklich langer Zeit geplant. Grund war einige Ungläubige in der Szene, die uns nicht glauben, was hier tatsächlich das Problem ist. Wir haben hier einen Nissan 350Z VQ35HR, 313 PS Modell mit dem Leerlaufproblem. Was es genau ist, klären wir nach dem Intro. Das Leerlaufproblem beim VQ35HR. Einige hat es schon getroffen, leider, weil die Nummer ist in der Regel sehr teuer. Aber was ist es überhaupt, das Leerlaufproblem? Der Kunde jetzt hier in dem Fall hat oder wollte das Fahrzeug für den Verkauf vorbereiten und hat gesagt, oh komm, ich tue dem neuen Besitzer was Gutes und tausche hier nochmal die Zündkerzen und reinige nochmal die Drosselklappe. Großer Fehler. An sich gut gemeint, ja, keine Frage, aber nach Einbau der Komponenten und wieder alles angeschlossen, hat er festgestellt, dass plötzlich seine Leerlaufdrehzahl zwischen 1500 und 1900 bis 2000 Umdrehungen lag. Und ein Anleeren ist nicht mehr möglich. Also man kriegt die Drehzahl nicht mehr runter, partout nicht mehr runter. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, ich starte jetzt mal den Wagen. Fahrzeug ist betriebswarm, also wir haben schon, der Kunde kam gerade erst an und Kühlwassertemperatur ist auf jeden Fall vorhanden. So, ich lasse mal kurz laufen. Ja, also ihr seht das Problem. In dem Fall ist es ungefähr 1450 bis 1800 Umdrehungen. Also ich habe den Fuß nicht auf dem Gas, ja. Also ich habe den jetzt mal hier hoch. Ja, ich kann den so laufen lassen. Das ist kein Problem. Und das geht wirklich endlos so. Das ist keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen, anzulernen in dem Moment. Die schwankt die ganze Zeit so. Ja. Es ändert sich nicht. Ich mache mal wieder aus. Ist nämlich ein bisschen nervtötend. Auch damit zu fahren ist natürlich echt anstrengend. Das Problem mit der hohen Leerlaufdrehzahl, was ihr gerade gesehen habt, ja, kommt jetzt nicht deswegen, weil man halt die Drosselklappe gereinigt hat oder die Zündkerzen gewechselt hat, so wie es der Kunde hier gemacht hat, sondern es kommt von einem bereits im Vorfeld defekten Steuergerät bzw. einem Chip auf diesem Steuergerät oder auf der Platine des Steuergerätes. Und wie ist das zu erklären? Ihr müsst euch das vorstellen. Wie oft reinigt ihr die Drosselklappe oder wie oft lernt ihr die Leerlaufdrehzahl an? Das ist jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich erst das zweite Mal gewesen nach 13 Jahren, weil das Fahrzeug hat 155.000 Kilometer runter. Liegt ganz einfach an den hohen Wechselintervallen der Zündkerzen mit 90.000 Kilometer. So, Problem ist halt, dass beim Reinigen der Drosselklappe natürlich der Spalt an der Drosselklappe größer wird. Damit steigt die Drehzahl. Steuergerät fragt dann natürlich halt die Leerlaufposition auf diesem Baustein, auf diesem Speicherbaustein ab. Und der ist defekt. Da ist quasi nur noch Müll drauf und deswegen kommt halt so eine Leerlaufdrehzahl hier raus. So, wenn man das beheben möchte, Nissan sagt dann einfach, komm, gib uns 2.200 € und wir bauen dir ein neues Steuergerät ein. Ein bisschen teuer, meistens auch mit langer Lieferzeit verbunden und noch zusätzlichen Einbaukosten und Anlernkosten. So, wir gehen hin und reparieren einfach das Steuergerät. Das heißt, wir tauschen halt diesen Chip auf der Platine aus, machen eine Abrev-Standardlizenz drauf. Ja, die beinhaltet dann letztendlich halt auch schon diese Standardfeatures wie VMAX-Entriegelung etc. Ist auch upgradefähig letztendlich zum Individualreflash, aber das Problem mit der Leerlaufdrehzahl ist dann auch auf jeden Fall behoben. Wir werden jetzt erstmal das Steuergerät ausbauen und dann sehen wir instant, wie sich die Drehzahl verändert. Also bis gleich. Das Steuergerät ist jetzt dort unten eingebaut worden. Und also das Reparierte, das andere nehmen wir natürlich dann wieder rein zu uns und werden das dann wieder reparieren für den nächsten Fall, den wir schon in der Voranmeldung drin haben. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, nachdem das Fahrzeug auch abgekühlt ist, ob das auch funktioniert. Und das werden wir jetzt machen, indem wir den Wagen wieder starten. So, dann wollen wir mal starten. Ja. Man sieht mal instant, dass das funktioniert hat.
Ja, Leerlaufdrehzahl pendelt sich jetzt ein auf standardmäßig 650 Umdrehungen. Jetzt sind wir bei 750, fällt weiter. Ich sehe aber auch noch, dass der Kollege hier ein anderes Problem hat, weil der Öldruck ist nämlich mächtig niedrig. Also wird wahrscheinlich auch die Dichtung im Steuergehäuse weggeflogen sein, die sogenannte Oil Gallery. Aber da müssen wir vielleicht mal einen anderen Termin machen. Ja, 650 Umdrehungen. Ich würde sagen, Operation geglückt, Patient nicht tot. Und ja, damit gehen wir zum Schlusswort. Ja, wie ihr seht, wir haben weder Drosselklappen getauscht, noch irgendwie im Motorraum irgendwas gemacht. Wir haben lediglich das reparierte Steuergerät eingebaut. Und wir haben mal in einer Community irgendwo von einem Fall gelesen, ich glaube, der war aus Österreich, wo der Kunde zum Nissan-Händler gefahren ist und die haben dann gesagt, ah, Drosselklappen tauschen. Ja, Drosselklappen beim HR, der hat ja zwei, kosten ein Stück 2.100 Euro. Das heißt, der hat dann 4.200 Euro für die Drosselklappen hingelegt. Danach war das Problem verständlicherweise natürlich immer noch, weil da ja nicht das Problem ist. Und dann hat der Nissan-Händler gesagt, ja, tut uns leid, dann müssen wir auch noch das Steuergerät tauschen. Dann hat der Kunde nochmal 2.100 Euro hingelegt. Der hat, glaube ich, in Summe waren das über 7.000 Euro bezahlt. Dann war natürlich das Problem behoben, weil das Problem ja auf dem Steuergerät liegt. Ja, ist natürlich dann doof gelaufen. Bei uns kostet die Nummer 900 Euro und wie gesagt, ist halt auch gleichzeitig ein Standard-Reflash dabei, der auch schon einen Wert von 500 Euro hat. Also von daher ist das mehr als gerechtfertigt, wie ich finde. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, möchten wir darüber nochmal kurz aufklären über das Leerlaufproblem beim HR. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich sage bis zum nächsten, euer Tino. Ciao.